Ein bisschen reinhören und dann wieder in YouTube kommen und weiter das Video schauen. Wenn es euch denn interessiert, müsst ihr natürlich nicht. Ich würde es nur jedem empfehlen, damit man das ein bisschen nachvollziehen kann. Ja, also wie gesagt, da habe ich dann Linkin Park gehört und das war, glaube ich, auch das Einzige, was ich... Ach so! Oh, Leute, ich mach mal aus hier. Willkommen zu meiner Roomtour. Das letzte Video lief nicht so gut, aber ich hoffe, ihr habt wieder eingeschalten. Und ich zeige euch heute mal, wie ich hier so wohne. Das hier ist mein Arbeitsplatz, sehr aufgeräumt. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus einem meiner anderen Videos. Das seht ihr aber auch oben rechts im Bildschirm. Da kommt ein Infofenster und da seht ihr meinen Arbeitsplatz. Ja, ist ganz schlicht gehalten hier mit zwei Bildschirmen. Hier habe ich noch ein Telefon und hier sind noch Spiele. Oh, Moment, ich stehe mal kurz auf hier. Hier sind noch drei Spiele. Warum sage ich denn zwei? Ich kann mal kurz mit der Kamera, Moment, ranzoomen. Das ist einmal Skyrim, Klassiker, Half-Life 3, nicht erzählen, das hat mir Valve schon vorher geschickt. Das darf ich aber noch nicht zeigen, das habe ich aber schon hier auf dem Rechner. Und natürlich World of Warcraft, ein Klassiker. So, hier sind meine Steam-Anmeldedaten drin, meine Passwörter. Das werde ich jetzt nicht zeigen. Ja, ich habe hier ein paar Poster hängen, Klassiker, ne? Breaking Bad, Star Wars, so. Ja, hier sind geheime Akten, die darf ich auch nicht zeigen. Hier schlafe ich. Also ja, ich denke, meine Schränke muss ich nicht zeigen. Hier schlafe ich. Ist ein sehr großes Bett, ja. Direkt über meinem pinken Play-Button für 10 Milliarden 2 Subscriber, ja. Den habe ich von YouTube persönlich überreicht bekommen. Und ja, ich denke, das ist ganz cool. Kann man hier mal das mal ausmachen. Oder, ach komm, lass mal an. Huch, lass mal an hier. Ja, aktuell haben wir 1.14 Uhr mittags. Ist ja, ich geh mal hier, ich mach das jetzt nicht mal so unordentlich hier, das geht nicht. So, hier ist meine entspannte Ecke. Hier habe ich nochmal ein großes Selbstporträt hängen. Ja, das ist mein Foxy. Hier kann ich mich auch hinsetzen. Und da sehen wir schon, so sieht das Ganze hier aus. Normalerweise, wenn ich aufnehme, habe ich hier dann immer ein Greenscreen, sodass es aussieht, als würde ich in einem blöden Zimmer sitzen, sodass keiner neidisch wird. Aber ihr wolltet ja eine Roomtour haben und deswegen mache ich die jetzt. Wenn wir mal hier hingehen, hier ist einfach nur eine Abstellkammer, da kann ich auch mal eben reingehen. Wieso brennt denn hier noch Licht? Das mache ich mal aus. Ja, hier sind einfach ein paar Möbel noch drin, die ich nicht brauche. Und dann machen wir mal wieder zu. Ich gehe mal kurz runter hier. Jetzt kommen wir in mein Wohnzimmer, aber das zeige ich noch nicht. Hier ist der Eingang. Ganz normal hier, ja, Regenschirm, bla bla, mein Badezimmer. Guten Tag, das bin ich. Ich sehe ein bisschen femininer aus als sonst, aber im Badezimmer ist nichts Besonderes. Ja, ich denke, das brauche ich nicht zu zeigen. So, jetzt kommen wir in meine Lounge. Richtig, so sieht das Ganze hier aus. Das ist meine Küche. Wir haben noch eine schöne Kartoffel hier in meiner Mikrowelle. Hier Kaffee. Ich kann mal kurz, ich schlürfe mal kurz ein Stück Kaffee vor, wollte ich schon sagen. Ich schlürfe mal kurz Kaffee. Frisch gebrüht, immer gut. Ja, Tisch ist gedeckt für mich und meine Familie. Hier muss noch jemand den Abwasch machen. Ja, die Messer liegen ein bisschen ungünstig, ne? Aber ja, hier ist ein Radio, hier ist ein Toaster, halt so ganz normale Haushaltssachen. Was haben wir denn im Kühlschrank? Hier ist so eine entspannte Ecke, hier haben wir auch wieder ein großes Selbstporträt. Und ja, hier schlürfe ich dann meistens mal etwas, wenn ich Zeitung lese oder mal ein nettes Buch lese. Das Licht hier können wir mal ausmachen, das brauchen wir gerade nicht. Und jetzt kommen wir ins gute Wohnzimmer. Sehr gemütlich, finde ich. Ja, vom letzten Männerabend sind hier noch Pizza. Die haben wir nicht gegessen, weil wir hatten vorher schon eine und haben die dann nicht mehr zum Einsatz. Die esse ich dann aber gleich wahrscheinlich noch. Ja, hier sind ein paar leere Flaschen. Ich hab jetzt nicht großartig aufgeräumt. Ich wollte das alles authentisch halten. Hier Bücherregal, Fernseher. Was haben wir? Oh, das muss ich zensieren. Solltet ihr euch auch mal anschauen, der ist echt gut. So, aber ja, man kann sich dann halt hier hinsetzen, nach draußen gucken oder halt Fernsehen schauen. So, hier habe ich noch einen netten Bubble Chair, da kann man sich auch reinsetzen und das alles hier schön betrachten. Aber ich denke, das ist schon genug. Hier noch ein paar Bücher, hier auch noch, aber naja, nichts Besonderes. Wir können einfach mal rausgehen auf meine Terrasse, hier, falls man sich nochmal nett hinsetzen möchte. Und hier ist draußen ein kleines Bänkchen und auch eine Lampe. Ja, ist einfach nur so ein Blockhaus, so jeder hat dasselbe Gebäude. So, aber eingerichtet habe ich es mir ganz bequem, finde ich. Bald kommen auch noch Fische in das Aquarium, das muss ich noch schauen, welche ich mir da hole, damit die sich auch vertragen. Dann mache ich einfach mal den hier.
Huch, da geht auf Pause, ups. So, und da sieht man meine Cam. Und wir spielen Tower Unite. Das ist ein Spiel, da kann man sich, wie ihr hier schon seht, seine eigene Bude einrichten. Auch richtig genial, man kann sich Canvas holen, also leere Sachen, und da dann einfach Bilder aus dem Internet einfügen. So habe ich das alles hier gemacht und die Bilder hier eingefügt. Verdammt cool, verdammt gut gemacht. Aber man kann natürlich noch mehr machen. Und zwar, dafür gehen wir jetzt mal eben in die Lobby und dafür setze ich einen kleinen Cut. Bis gleich. Also, gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich das ja aufnehme, sind die Server gerade eben down. Aber ihr werdet es auf jeden Fall noch sehen. Ich zeige euch jetzt erstmal, dass man auch seinen Charakter umändern kann, ne? Customisieren kann. Und zwar können wir hier männlich und weiblich sein. Ja. Ich bin da eher weiblich. AFK? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ich bin jetzt gerade keine Minute hier in diesem Screen drin. Ja, hier kann man Outfits wählen. Normal, Sommer, Strand. Hallo, ist so. Hoodie, Jacket, Business, formell und schlafen, was ich anhatte. So, da kann man halt auch die Hautfarbe ändern und man kann auch ein Milchkarton sein. Klingt ja logisch. Ein Skelett kann man auch sein, ist auch wunderbar. Das Gesicht kann man die Augen, Hair, Brows, Lips anpassen. Kann man auf jeden Fall alles anpassen mit der Farbe. Auch die Clothes, die kann man jetzt, wie gesagt, man kann das Outfit ändern und man kann hier die Farbe ändern, aber sonst nicht. Und Accessoires kann man hier verschiedene Hüte kaufen. Ich habe mir Katzen nur angekauft, weil, weiß ich nicht, passt halt zu einem weiblichen Charakter. Zu einem sweeten weiblichen Charakter, den ich auf jeden Fall einmal kennenlernen möchte. Wir befinden uns in einer U-Bahn. Und jetzt begeben wir uns aus der U-Bahn heraus. Wir sind in der Innenstadt. So, was kann man hier machen? Ja, ich muss immer ein bisschen hinterherladen. Das Spiel ist Early Access, gibt es für 14,99 € auf Steam und ich kann soweit sagen, selbst wenn es Early Access ist, es lohnt sich, die Entwickler arbeiten dran. Es gibt täglich ein Update. Jetzt letzte Nacht gab es erst ein Update, das ist fast ein Gigabyte groß gewesen. Die arbeiten wirklich sehr stark daran. Es gibt hier Games, Minigames. Ich werde jetzt keine spielen, ich werde aber mal kurz zeigen, was es alles gibt. So, also es gibt hier Minigolf, ist klassisch Minigolf, aber auf krasseren Strecken. Auf jeden Fall sehr cool. Ballways, da ist man in so einer Kugel und läuft hin und her und muss Rennen gewinnen. Daily Crusader habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gespielt. Genauso wenig wie Virus und Planet Panic, aber ich glaube Virus ist ein Shooter. Also hier kann man auch einen Shooter drin spielen, wenn man möchte. Hier ist das Casino. So ziemlich der schlimmste Ort im gesamten Spiel, denn in diesem Casino verliert man sich. Ich saß 5 Stunden vor so einer virtuellen Slot-Machine, um den Jackpot zu knacken, der jetzt leider schon geknackt worden ist. Ich werde da jetzt nicht reingehen, sonst verhaspel ich mich da wieder. Aber da gibt es viele Spiele wie Slot-Machine und ein Rad zum Drehen und man kann da halt auch Gewinne kriegen. Und ja, hier sind wir auf der linken Seite zum Kaufen. Hier kann man Musikinstrumente kaufen, die man auch richtig spielen kann. Zum Beispiel, wenn ich mich hier ans Schlagzeug setzen würde in meiner Wohnung, dann kann ich die mit Tasten spielen. Und die geben auch Sounds von sich und so kann man halt zusammen mit Freunden in seinem Apartment auch eine Band gründen, ja. Hier ist Central Circuit, kann man, ja, Elektrogeräte kaufen. Ihr seht schon hier, alte Fernseher, neue Fernseher. Und hier kann man ganz normal Möbel kaufen, die man sich ins Haus stellen kann. Es gibt viele verschiedene Varianten und die meisten davon kann man auch umfärben, damit es ein bisschen ins Ambiente passt. Es gibt zurzeit drei Wohnungen, die kann man in diesem großen Gebäude kaufen. Keine Sorge, da kann man nicht überall hin. Da oben ist noch eine Bar drauf, die werde ich jetzt nicht zeigen, sonst ruckelt das zu sehr, weil er immer laden muss und dann wieder entladen und laden. Man kann 3 Apartments kaufen. Einmal das, was ich euch gerade gezeigt habe. Das müsst ihr natürlich alles selbst einrichten, das ist leer. Dann ein Strandapartment, ein Strandhaus, das hat man von Anfang an. Das gefiel mir aber nicht so, deswegen habe ich mir das gekauft. Und ein Haus in einer Nachbarschaft mit sehr vielen Räumen. Das sieht auch sehr nett aus, ist aber ein bisschen teuer. Und bald kommt noch ein Unterwasserhaus dazu, das ist auch ganz cool. So, hier kann man noch nicht rein in Upgrade. Ich frage mich, was da reinkommt. Bei Rob's Imports kann man halt Kleinigkeiten kaufen, zum Beispiel auch das Jetpack oder sowas. Das kann man hier kaufen, das ist ganz cool. Ganz cooler Laden, hier kann man sich Toys kaufen, also so kleine Plüschtiere zum Beispiel. Und ja, wie gesagt, da oben ist eine Bar und wir werden jetzt mal ins Kino gehen. Und hier kann man mit Freunden ganz einfach ins Kino gehen. Und hier ist ein riesiger Media Player. Und da können wir jetzt
auf YouTube gehen und sagen wir zum Beispiel mal den Deadpool-Trailer hier nehmen. Den fügen wir einfach hier ein, drücken drauf und dann können wir uns hier ins Kino setzen und den Deadpool-Trailer gucken. Das ist so cool, man kann sich hier mit Freunden einfach ins Kino setzen und zusammen YouTube-Videos schauen oder Soundcloud-Musik hören und ich finde, das ist schon sehr, sehr geil. Also man kann jetzt hier ins Bowling reingehen, dann drückt man hier drauf, ist gesigned und muss dann halt ein paar Sekündchen warten, bis es losgeht. So, ich habe jetzt ein bisschen Bowling gespielt, ich habe nicht ernst gespielt, sodass ich nicht so viel Geld eingenommen habe, aber das passt schon. Also hier kann man auf jeden Fall eine Menge machen. Hier, man kann ins Riesenrad rein, da hinten ist noch eine Achterbahn, ich glaube, die kommt aber erst noch. Angeln soll noch ins Spiel reinkommen und ja, es gibt halt schon eine Menge Dinge, die man hier machen kann, obwohl es erst Early Access ist. Ja, das ist Tower Unite. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Wenn ja, unterstützt auch die Entwickler und kauft euch das Spiel für 14,99 € auf Steam. Link ist unten in der Videobeschreibung und vielleicht sieht man sich ja mal in-game. Ich würde sagen, das war's. Bis dann. Haut rein. Ciao.